Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir bauen heute gemeinsam einen Wasservorratsbehälter, einen Wasserspeicher, ein Notdekonbecken, ein Systemtrenner. Sucht es euch aus. Wichtig ist, wir bauen das alles etwas MacGyver-mäßig, schnell mal fertig, und zwar mit dem, was wir so zur Verfügung haben. Wir haben bei uns in einer Grundausstattungswehr, oder die meisten haben von euch auch eine vierteilige Steckleiter dabei. Die sieht so aus, die vier Steckleiterteile, und zwar hat man hier ein A-Teil, die hat zwei Sprossen mehr wie die B-Teile. Ne? So, die habe ich hier mal hingelegt. Des Weiteren haben wir jetzt vier Leinbeutel, also vier Feuerwehrleinen für euch hier bereit. Ob wir jetzt alle brauchen oder nicht, sehen wir gleich. Aber ich sage mal, lieber erstmal alles holen. Haben ist besser als brauchen. So, und damit das Wasser nicht rausläuft oder die Flüssigkeit, die wir auffangen wollen, haben wir jetzt erstmal eine Siloplane genommen, wie wir sie bei jedem Landwirt auf dem Land finden, dass wir mal schnell auf eine Schnelle improvisiert irgendwas machen können. Okay, alles klar, los geht's. So, wie man jetzt, ich habe die, wie gesagt, die Leiterteile so in einem Viereck zusammengesteckt, und die sind natürlich jetzt an den Ecken noch nicht fest. Es gibt jetzt mehrere Varianten, dass man diese Führungshülsen nutzt, um die Konstruktion hier stabil hinzuwickeln. Aber wenn ich das bis hierhin mache, geht mir so viel Fläche verloren für den Wasserbehälter. Ich will möglichst viel Wasser speichern können. Deshalb entschließe ich mich jetzt für eine Variante, um das so ungefähr, wo die Absperrbolzen sind, zu befestigen. Ich werde das jetzt mit Hilfe eines Mastwurfs machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Dokumentation gefunden, wo es genau beschrieben steht, wie man das machen sollte. Deshalb würde ich erstmal grundsätzlich sagen, macht es irgendwie, wie es funktioniert. Okay? Manche machen hier auch einen Spanngurt ringsherum, machen die wildesten Konstruktionen, brauchen 12 Leinen. Macht es, Hauptsache es hält, und es geht einigermaßen zügig. Ich würde jetzt einfach anfangen, würde jetzt erstmal einen Mastwurf machen. Einfach hier, also mit Mastwurf ist immer schon mal ein guter Anfang. So. So, und würde jetzt versuchen, einfach über Kreuz die Sachen zu fixieren. Das heißt, ich würde jetzt hier ein bisschen rumgehen. Zack. Zack. Und dann hier mal rum. Und da mal rum. Wickelt es einfach ein bisschen fest. Hier drücken nach außen jetzt keine 12 Tonnen, wenn da ein bisschen Wasser drin ist. Das Hauptgewicht drückt nach unten. Das heißt, der Rasen wird platt. Es wird hier nicht nach außen mega dolle verziehen. Also wir versuchen das jetzt mal so. Ich meine, das müsste schon reichen. Ich gehe jetzt mit einem Leinbeutel weiter, mache das gleiche da hinten. Ach, guck mal, einen können wir noch. Ach, komm, einen können wir noch. Ich gehe wieder zum Anfang, so nochmal zurück. Und jetzt werde ich hier nochmal beim Abschluss nochmal einen Mastwurf hinlegen. Und bin fertig. Kann man so machen, muss man aber nicht. Aber es sollte eigentlich alles halten. Wir probieren das aus. Ich werde jetzt bewusst nicht unten was fixieren. Ich werde mal versuchen, ob das so hält, okay? Machen wir mal die Plane rein. Los geht's. Also wie gesagt, für die, die natürlich jetzt berechtigterweise sagen, könnte so ein bisschen knapp werden, ne? Warum nicht unten fixieren? Ich habe ja noch drei Leinbeutel da, ne? Geht, aber ich will euch nur zeigen, wie unspektakulär der Seitendruck ist, dass das so schon reichen wird, ne? Aber wir schauen mal gemeinsam, ob das klappt. Okay, machen wir die Plane drauf.
Achtet bitte darauf, dass die Plane jetzt nicht oben gespannt ist, sobald Wasser reinkommt, die zu klein ist. Ne? Also das muss schon so passen, dass man auch reingehen könnte, okay? Super. Ihr habt schon gemerkt, ich mache das heute natürlich nicht wieder alleine. Heute ist wieder der Moritz dabei. Das bin ich. Und ja, er gibt mir so ein paar Tipps, was ich hier noch besser machen könnte. Und wir kriegen das schon gemeinsam hin. Ja. Okay, also er ist der Mann hinter der Kamera heute, ne? Moritz, danke. Ja, gerne. Dass ich hier keinen erwische, der sowas mit dem Messer oder sowas ohne Schutzhandschuhe macht, ne? Denkt dann auch eigene Sicherheit. Ich werde jetzt diese eine Plane. Stellt euch vor, die Landwirte haben ja meist nicht so kleine Stücken. Die haben ja meist richtig große Rollen, um ihre Ballen abzudecken. Man kann jetzt diese Plane natürlich schneiden. Macht es nicht zu knapp, lasst so einen Meter überstehen, ungefähr. Bitte nicht nachmessen. Und man kann jetzt mit dem Messer das schön schneiden. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Ne? Also manche Messer haben ja so diese Riffel. Die kann ich nur empfehlen, damit geht das halt schön zu schneiden. Also das ist auch sauscharf. Oder als eine Alternative, und deshalb kurz der Hinweis, gibt es hier diese Gurtschneider. Die könnt ihr wunderbar zum Folienschneiden nehmen. Pass auf. Einmal zack. Einmal rein. Und hier. Los geht's. Habt ihr gesehen, ne? Und wie gesagt, wer Handwerker ist, weiß, Werkzeug ist immer das halbe Leben. Ne? Ich empfehle euch, guckt bei Messerkauf. Ich will jetzt ja keine Marke empfehlen. Guckt bei Messerkauf ganz genau, was ihr macht. Es gibt euch solche für Feuerwehren. Ihr habt mehr Freude daran, wenn das auch funktioniert, wenn ihr schneidet. Ihr seht das, ich brauche gar keine Kraft. Und das Ding geht durch wie Butter. Ne? So. Fertig. So, wie gesagt, Becken ist fertig. Man kann das jetzt benutzen, wie gesagt, als Systemtrenner. Wir wollen jetzt hier gleich Wasser reinlaufen lassen. Ihr kennt das Problem ja mit Unterflöhe dran, dass Schmutz in Leitungen kommen könnte und so weiter. Das hat man natürlich hiermit auch verhindert. Wenn man hier mit Frischwasser reingeht und von hier sich bedient, wenn da was zurückläuft, drückt es nicht in das Trinkwassernetz rein. Das ist auch ein Systemtrenner, ne? Kann man sich auch mit behelfen. Wie gesagt, oder ihr nutzt das als Notdekon. Das heißt, Einsatzkräfte, die aus dem Einsatz kommen, die kontaminiert sind, zumindest die Einsatzkleidung, können in diesen Becken dann erstmal gereinigt, also abgeduscht werden, und das Verunreinigte bleibt dann hier in diesem Becken drin stehen und läuft nicht in die Natur natürlich raus. Ne? Also damit kann man einen Umweltschaden verhindern. Ne? Notdekon, wie gesagt, oder einfach als Wasserspeicher, und das machen wir jetzt mit euch. Wir werden jetzt mit einem B-Schlauch dieses Becken füllen und dann sehen, wie schön das funktioniert. Okay, alles klar, los geht's. So wie ihr hier seht, der Kamerad ist gerade dabei, das Standrohr zu setzen. Wir wollen gleich schön mit dem B-Schlauch den Behälter füllen. Ne? Alles klar. Sehr ordentlich, Moritz, sehr ordentlich. Und wir sehen, es hält.
Super. Was man hier jetzt sieht, ist, wenn hier Wasser reinläuft und ihr hier wieder Wasser rauspumpt. Ne? Angenommen, wir haben jetzt eine lange Wegstrecke und müssen mit mehreren versorgenden Fahrzeugen hier Wasser reinpumpen, vielleicht mit 2 B-Leitungen rein und dann nehmen 2 oder 3 ab, keine Ahnung. Dann hat man hier eigentlich auch einen Systemtrenner. Ne? Das heißt, man bedient sich an dem Wasserbecken, nicht an dem Unterflödranten. Das ist ein Unterschied. Ne? Ist ein kleiner Systemtrenner auch. Gerade die Problematik, was ihr kennt mit der Wassertrinkqualität. Okay, ja, das war schon. Ganz einfach gebaut mit einfachen Mitteln. Hält auch nur, wenn man es oben zusammenknotet. Ne? Also ihr seht, wo soll es unten hin? Ne? Alles klar. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und bis zum nächsten Video. Euer Feuerwehrwilli. Bis dann. Also wie ich gerade schon sagte, der Kamerad hier neben mir, ziemlich guter Freund, Moritz. Das bin ich. Der hilft mir ein bisschen hinter den Kulissen, was ihr immer nicht so mitbekommt. Das finde ich übrigens sehr super von dir. Schönen Gerne. Dank. Moritz, sag mal, wo kommst du her? Welche Feuerwehr? Ich komme aus der Feuerwehr Mariensee, Stadtgebiet Neustadt. Bin dort in der Kinderfeuerwehr als Betreuer und wir würden uns sehr über Zuwachs freuen. Also alle Kinder, die hier zugeguckt haben, das könnte euer Kinderfeuerwehr sein in Mariensee. Wie gesagt, in Neustadt am Rübenberge. Ne? Wir sind hier alles Neustadt am Rübenberge, die Jungs hier. Jo. Wie gesagt, alles klar. Ja, schönen Dank für die Hilfe. Hat ja teilweise gut geklappt. Danke für. Alles klar.